Nein, frisch aus der Garderobe, frisch aus der Schminke. Hier ist ein Mikrofon für dich. So, und dann machen wir hier nochmal. Wo bist du? Da bist du. Da bin ich, ja. Ja, vielen Dank. Die Bio-Breaks vor den Vorträgen. Worum geht's? Verwaltungsdigitalisierung. Wir haben da Fortschritte gesehen, aber leider gibt es auch noch viel Schatten. Ich gehe da mal durch. Ich habe wie immer viel zu viele Folien und viel zu viel Inhalt auf den Folien. Ich bin hier im Moment unterwegs für den Innovationsverbund Öffentliche Gesundheit. Das ist so eine Gruppe, die aus dem Wir versus Virus Hackathon gekommen sind. Wir sind nicht von der Bernd-Steiger-Stiftung, die hat uns Iris Connect finanziert, sondern von der Holistic Connection, das hat mir Gregor gerade gesagt, der hier ist, gefördert. Wir machen ganz viele Projekte mit Open Source zum Schutz der User, Open Social Innovation. Wichtigste ist wirklich Iris Connect, Kontaktnachverfolgung für die Gesundheitsämter. Zu mir selber, ich habe irgendwann mal statistische Physik studiert, deswegen werde ich auch ein paar Bemerkungen zu stochastischen Papageien und KI auf dem Gebiet sagen, weil das ist alles sehr verwandt. Mein Brot- und Buttergeschäft ist gerade Kubernetes und Cloud Security. Darüber bin ich ehrenamtlich zu Open Code gekommen und in die Beratung des IT-Planungsrats und mache da jetzt auch Projekte für Geld, nämlich für OpenDesk und für die FITCO. Das nur zur Offenlegung, falls da also jemand Interessenkonflikte wittert. Ich versuche die zu vermeiden, aber es gibt natürlich Überschneidungen. So, wir sind ein relativ hoch organisiertes Gemeinwesen, das heißt, wir haben komplizierte Gesetze, komplizierte Strukturen und wenn die schief gehen, dann gehen richtig Dinge schief. Das hier ist die Schlange vor dem Ausländeramt Stuttgart. Da sind also Leute, die mussten im Sommer 2 Tage lang campen, um einen Termin beim Ausländeramt zu bekommen. Ist für die Politik wenig relevant, weil sind ja keine Wähler, sind ja Ausländer. Und das ist natürlich ärgerlich, weil die Leute stehen in der Schlange und könnten eigentlich was Sinnvolles mit ihrem Leben machen. Wenn ihr euch also wundert, warum marginalisierte Gruppen manchmal in diesen Diskussionen gar nicht auftauchen, die sind halt damit beschäftigt, ihre Marginalisierung irgendwie zu überwinden und diese ganzen Strukturen, die wir ihnen auferlegen, zu umgehen. Zweite ist wirtschaftsnahes Ding, Nordrhein-Westfalen, da gibt es tatsächlich 2 Kreise, in denen man im Handelsregister keine Einträge mehr machen kann. Das heißt, es gibt da 200 Eintragungen, die auf Halde liegen. Das ist Martin Loschwitz, der hat das bei Heise einfach mal granted, was da passiert. Wir können da keine Firmen gründen, es gibt da einfach keine Jobs mehr, die aus diesen Firmen hervorgehen. Das sind also Dinge, die einfach brach liegen. So sieht das aus, wenn Verwaltung allmählich bröckelt und runtergeht. Das peinlichste Beispiel, was ich finde, was wir uns geleistet haben, sind Ersatzfreiheitsstrafen. Die Reform der Ersatzfreiheitsstrafen, also die Halbierung für so wirklich kriminelle Delikte wie Schwarzfahren, hat einfach eine Verschiebung erfahren, weil so etwas Kompliziertes wie eine Division durch 2 der bayerischen IT, die hier liefern sollte, nicht zumutbar ist. Das Ganze wurde verschoben auf Februar 24. Man muss sich das vorstellen, da sitzen Tausende von Leuten im Gefängnis, unnötigerweise, kostet Geld. Die Leute haben kein Geld, also eine marginalisierte Gruppe ohne Geld, die einfach schlicht und ergreifend nicht rauskommt. Das kostet dann auch noch die üblichen Gebühren fürs Gefängnis, die durchaus höher sind als die besten Hotels. Und zufällig habe ich herausgefunden, heute ist also auch der 5. Dezember, es gibt eine Initiative vom Freiheitsfonds, die Leute einfach freikaufen. Es kostet teilweise nur 60 Euro, also Leute, die 2 Monate im Knast sind und 1 Euro pro Tag auferlegt bekommen haben und das nicht bezahlen können, könnt ihr also für 60 Euro heute noch freikaufen. Wenn ihr also irgendwie glaubt, ihr müsst vor Weihnachten noch was Gutes tun, www.freiheitsfonds.de. Großes Problem ist auch die IT-Sicherheit, wie wir wissen, also das ist so eher mein Gebiet. Ich komme aus Südwestfalen, da hat also Ransomware ganz Südwestfalen lahmgelegt.
Bitterfeld ist ein Beispiel, das letztes Jahr durchgegangen ist. Das hat 209 Tage gedauert, bis Bitterfeld wieder vollständig aktiv war. Ja, und die haben sich dann noch gestritten. Die haben nicht gedacht, dass wirklich IT-Security so teuer ist. Im Nebeneffekt hat es dann auch ein paar ausländische Studenten gegeben, die einfach die Bescheinigung vom Einwohnermeldeamt in Bitterfeld nicht bekommen haben, weil war ja Alarm gelegt. Die konnten dann eben nicht weiter studieren. Das heißt, so ein Verwaltungsversagen kostet wirklich dann auch Ressourcen und das hat auch Schicksale nach sich. Größte Verwaltungsversagen, was ich kenne, ist, dass also das Auswärtige Amt immer noch ein Papierverfahren ist und die Leute, die also als Helfer in Afghanistan für die Bundeswehr gearbeitet haben, einfach nicht rausholen konnte. Das kostet dann auch mal ein paar Leben. Das ist etwas, was eigentlich nicht akzeptabel ist. Weiter, es gibt vom Bundesrechnungshof eine Untersuchung, dass gewisse Verfahren einfach nicht sicher implementiert worden sind. Die haben eine BSI-Zertifizierung bekommen. Der Bundesrechnungshof hat nachgeguckt und in 19 von 19 untersuchten Fällen Sicherheitslücken gefunden. Das heißt, wir haben Sicherheitslücken überall in der Verwaltung, in der IT. Und es wird allgemein so mit so einem, ja, wir können halt nichts machen, ist halt IT, weggewischt. Ja, es gibt eine ganze Liste betroffener Unternehmen. Das ist mehr oder weniger unhaltbar geworden von der Lage her. Wir haben Admin-Burnout. Das heißt, die Leute, die dreimal hintereinander einen Exchange-Server updaten mussten am Wochenende, die haben halt keine Lust mehr, die suchen sich einen anderen Job. Daraus kommt irgendwann eine erzwungene Migration von Microsoft nach Microsoft 365 in die Cloud. So, warum sage ich das? Wir haben tatsächlich ein Gremium, dem ich auch beratend zuarbeite, was für diese Dinge zuständig ist, Verwaltungs-IT, Bund, Länder und damit auch Kommunen. Und jetzt stellt euch mal vor, wir hätten im Verfassungsgericht nur 7 Programmierer und 3 Physiker. Das ist das Umgekehrte, der IT-Planungsrat besteht fast nur aus Juristen und Verwaltung, Politologie. Da ist ein Chemiker dabei, ein Kriminologe. Es gibt 0 Leute, die wissen, wie man ein IT-System vom Code bis zur Produktion überführt. Also wirklich 0. Huch, hier ist noch eine Maus. Das heißt, auf der Ebene haben wir also einfach nur so ein Verwaltungs- und juristisches Wissen. Der macht Beschlüsse 3-mal im Jahr, also einmal im Quartal mit einer Sommerpause und dazwischen gibt es Umlaufverfahren. NIS2 muss ich vielleicht auch erklären, es gibt von der EU auferlegt jetzt eine Haftung für Geschäftsführer bei Sicherheitslücken. Das heißt, wenn einem Unternehmen die Daten wegkommen, dann haftet die Geschäftsführung. Was an sich eine gute Sache ist, dann kriegen wir endlich mal nicht nur diese Pseudo-Security, die viele Unternehmen haben, sondern auch eine richtige, weil die müssen sich halt an der Stelle mal Mühe geben, weil sie sonst mit einem Bein im Gefängnis stehen oder persönlich haften müssen. Was der IT-Planungsrat gemacht hat, ist, er hat natürlich gesagt, irgendwie, ja, es sieht gefährlich aus und ist irgendwie mein großes Problem mit Juristen, sorry, dass ich jetzt auch gegen Juristen rente. Wenn es für Juristen brenzlig wird, finden sie einen Weg, da rauszukommen. Die haben also mehr oder weniger gesagt, dass das NIS2 für Juristen, also für die ITler in der Verwaltung nicht gilt. Das haben sie schon mal gemacht bei der DSGVO. Die DSGVO ist strafbewehrt, außer für den öffentlichen Sektor. Ich kann also als Privatunternehmen verknackt werden, weil ich DSGVO-Verstöße mache. Wenn ich das als Minister mache oder als Oberkreisdirektor oder sowas, dann ja, ist halt so, ne? Ist halt nicht strafbewehrt. Nächste Sache ist mein Justizpostfach, das letzte Woche. Das ist an sich eine gute Idee, aber man hat dann einfach alle Metadaten sichtbar gemacht für alle Teilnehmer. Das heißt, es gibt da so 165.000 Rechtsanwältinnen. Es soll auch Rechtsanwältinnen von aus der rechten Ecke geben, also
Nazis und andere haben auch Rechtsanwältinnen. Und dann sind eben die Daten, die ich da reinbringe, also meine persönlichen Daten, sind dann eben auch für diese Leute sichtbar. Ja, also etwas, was an sich überhaupt nicht geht, weil so einfach per Definition jetzt allen Leuten mit diesen Berufen Vertrauen auszusprechen, ist ein bisschen gewagt. Steht also drin, was alles, wer da alles teilnehmen kann, das sind eine ganze Menge. Das ist hochgegangen, das hat Markus Dräger im Wesentlichen, Dränger im Wesentlichen angeprangert. Der hat dann auch gleich auf Netzpolitik eine Analyse gemacht und einen größeren Rant. Also es gibt auf der Ebene überhaupt keine politische Gestaltung. Es gibt keine Gesamtstrategie, viele technische Schulden. Und dann gibt es so ein komplettes Ökosystem von geschlossenen Verkaufsmessen. Das ist so die Behördenspiegel oder eine andere Agentur Wegweiser. Da nimmt nur die öffentliche Hand und die Wirtschaft teil. Die Wirtschaft zahlt pro Eintrittskarte 1.000 Euro, Beamte aber nur 80 Euro oder sogar gratis. Die Zivilgesellschaft muss draußen bleiben. Das ist also so ein Markt, wenn man immer so sieht, da ist so ein Vorsitzender, also da ist der BSI-Präsident Schönbohm, steht dann vor einem Huawei-Logo, was die Sponsoren dieser Messen sind. Da fragt man sich, wieso machen Verwaltungsmenschen Werbung für diese Firmen? Ganz einfach, das ist Teil dieses Event-Konzepts. Weiteres Problem haben wir, jetzt wird überall KI abgeworfen. Ich habe das also wirklich so als, ja, irgendwo zwischen das Feenstaub darüber oder eigentlich ist es sowas wie die Wunderwaffen, mit denen man so einen Zweiten Weltkrieg nachträglich gewonnen hätte, ist es halt nicht. Diese Aleph Alpha, die jetzt ausgerollt wird, hat tatsächlich, das haben Netzpolitik, Tagesspiegel, Zeit offengelegt, deutlich gezeigt, dass das Ding auch anfängt rumzuhitlern. Ne? Also das ist so, ich habe jetzt die Zitate hier nicht gebracht, weil die wirklich offending sind. Und da muss man an die Arbeit von Superlab erinnern. Die haben festgestellt, dass K in KI steht eigentlich für Kenia, das AI in, das steht für Afrika, weil dieses ganze KI Summ lebt nicht von den Algorithmen. Das KI-Gedöns lebt davon, dass ich vernünftige Daten habe. Wenn ich unsaubere Daten habe, kriege ich also auch extrem unsauberen Output und dass ich die Daten vernünftig kuratiere. Das wird meistens vergessen. Es gibt keine Algorithmen, die irgendwie ein Verbrechen erkennen können. Die müssen trainiert worden sein und das müssen bisher immer noch Menschen machen und das werden auch in Zukunft Menschen machen. Das Einzige, wo ich KI in der Verwaltung gut finde, ist, wenn man einfach mal Parkraumüberwachungsstaaten machen könnte. Der einzige Überwachungsstaat, den ich gut finde. Es gibt tatsächlich Produkte, die man einsetzen kann, wo man Parkraumüberwachung mit Drohnen macht. Das heißt, sie scannen dann die entsprechenden Nummern. Man könnte dann in großem Umfang einfach Falschparker identifizieren, was ich für eine gute Idee hielte, aber nun ja, das wird eben nicht eingesetzt, weil gegen Autos wird man hier nichts durchbekommen. Was man dann eigentlich feststellt, ist, dass diese Large Language Models dasselbe Problem haben wie der Stammtisch. Ich nenne es einfach mal den Stammtisch. Wir haben das an mehreren Stellen, wir haben das in der Politik mit dem Populismus. Wenn die Reden danach ausgerichtet werden, wie gut sie ankommen, dann driftet die ganze Diskussion nach rechts. Wir haben das bei Online-Medien, wo die Newsfeeds nach rechts gehen. Twitter habe ich hier vergessen. Wir haben das beim Recommendation-Algorithmus von Google, der dann in diesem Rabbit-Hole ist, weswegen keiner mehr YouTube durchlaufen lässt. Wir haben das bei den stochastischen Papageien von Large Language Models. Und wir haben das sogar in Talkshows. Die ganzen Algorithmen landen üblicherweise dann in irgendeinem rassistischen, sexistischen oder anders wie minderheitenfeindlichen Diskurs. Nur Precht und Lanz haben es dann gleich abgeschafft, in einer Sendung wirklich die Diskussion direkt in den Antisemitismus zu überführen. Diese ganzen Talkshows im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da sie keine Faktenchecks machen, wenn da irgendjemand irgendeinen Blödsinn vom Stammtisch erzählt, landen alle in dieser Ecke.
also nicht ein generelles Strukturproblem, wenn man Sprachdaten irgendwo reinführt und dann Sprache mit Intelligenz verwechselt. Sprache ist ein Teil von Intelligenz, nicht das Ganze. Ich könnte jetzt hier auch sagen, als Physiker, Mathematik ist nicht Intelligenz und für Entwickler Code ist nicht Intelligenz. Aber Sprache und Intelligenz verwechseln vor allen Dingen Leute, die mit Sprache sehr viel zu tun haben, also Juristen, Politiker, Autoren, die halten das dann für dasselbe. Das ist es nicht. Danke. Ein weiteres strukturelles Problem, was wir haben, ist das Bundesverwaltungsamt. Das ist jetzt also eher technisch. Das ist jetzt der Gatekeeper für Projekte in der Verwaltung. Also wenn ich ein großes Projekt haben will, muss ich über das Bundesverwaltungsamt gehen. Die verteilen dann Rahmenverträge. Die sind sehr groß. Das sind dann so ein paar tausend Entwicklungstage. Das bevorzugt dann Großunternehmen, weil die Kleinen kommen da gar nicht rein, weil es gibt da so Schwellen, die man nachweisen muss, was man schon mal gemacht hat. Es kommen dann die großen Berater, die üblichen 3 bis 7 Buchstaben Beratungsunternehmen. Die haben dann Subunternehmen, die haben sich alle gegenseitig als Subunternehmer. Es gibt eine Mindestprojektgröße und die fangen dann an, mitten im Projekt. Das heißt, die müssen das nicht mal aktiv machen, weil die Mitarbeiter der Behörden unterhalten sich natürlich irgendwann mit denen über Gehaltsstrukturen. Die werben dann Mitarbeiter aus der öffentlichen Verwaltung in Beratungsunternehmen ab. Die verdienen da ungefähr 1,5-mal so viel, werden für den 3-fachen Preis abgerechnet. Das ist also eine Win-Win-Situation, außer für die öffentliche Hand. Das multipliziert die Personalkosten erheblich. Mein absolutes Highlight, das erste Wimmelbild, das Online-Zugangsgesetz. Das ist nicht wirklich kompliziert, wenn ich von hier einem IT-Unternehmen, was ihr so kennt, Immobilien-Scout, Idealo, Zalando, eine Organisationsstruktur machen würde, wäre die nicht viel anders. Was das Problem ist, auch die Länder und Kommunen sind eigentlich nicht, also der Föderalismus ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass hier überall noch Eigeninteressen aus der Länder- und Kommunenecke reingepumpt werden, die da nicht reingehören. Ne, diese 575 OZG-Leistungen sind vielleicht unter der Größenordnung 4-mal so viel wie so ein großes IT-Unternehmen in Berlin. Das ist handelbar. Das nächste ist so das Register-Wimmelbild. Also das sind die Register, die wir haben. Wenn wir näher hingucken, Personenregister, Zentralregister, Rentenversicherung, Fahrzeugregister und so weiter und so weiter. Das sind eigentlich im Wesentlichen Datenbanken, die miteinander abgeglichen werden müssen. Das ist auch nicht der Akt. Das muss man nur strukturiert angehen. Was ich so als Vorschlag immer mache, ist, bringen wir einfach mal eine architektonische Struktur da rein. Ihr denkt irgendwie, Gebäude, Energie, Kühlung sind langweilig. Na gut, das soll es auch sein. Hardware soll langweilig sein. Die Basisdienste ab Cloud wird es für mich interessant, das ist mein Geschäftsfeld. Hier bei den Services wird es spannend. Und oben ab Registerverfahren bis hin zu den Endanwenderinnen, da beginnt eigentlich das, was man modellieren möchte. Wenn ich jetzt hier eine KI einführen möchte als Cloud-Service, wird das aber durchschlagen auf Gebäude, Energie und Kühlung, weil die Dinger extrem energiehungrig sind, wie ich das also richtig machen würde. Unter diesem Infrastruktur-Layer fehlt tatsächlich noch das Mikroklima, weil die ersten Rechenzentren so groß geworden sind, dass sie sich auf das Mikroklima auswirken. Also so 100 Megawatt Rechenzentrum in Lichtenberg, was da geplant ist, wird im Sommer bemerkbar sein. Das wird man auf dem Thermometer sehen. Was ich immer vorschlage, ist, dass man endlich mal anfängt so zu enablen. Was immer gemacht wird, ist, es gibt so Unternehmen, die fangen hier agile Strukturen an aufzubauen. Und dann gibt es die großen Cloud-Anbieter, die wollen, dass ich in die Cloud gehe. Was wir aber eigentlich machen müssen, ist, die ganze Sache zu automatisieren. Also hier automatische Build-Pipelines für Code, Testen, Releasen, Verwundbarkeitsscannen, hier Monitoring und so weiter. Das sind also die Dinge, die in der Diskussion untergehen und da werde ich mich ein bisschen für einsetzen, dass wir die in Zukunft auch kriegen. Weiteres Beispiel, was eigentlich jetzt ganz gut funktioniert, ich komme dann noch aus einem OZG-Meeting heute, ist Open Code.
Da wird inzwischen nicht nur Code drüber ausgetauscht, da laufen auch die ersten Diskussionen drüber. Ja, wir haben da den Helmchart des Bundesmessengers, den ich hier schaue, den ich hier zeige. Wir haben Open Desk, also dieser Arbeitsplatz. Robert-Koch-Institut liefert da im Moment die Intensivbettenbelegung und das Zielbild der Architektur ist auch da. Was wir haben wollen, ist, dass wir das alles automatisieren können, weil wir haben effektiv nicht die Leute, um das alles noch von Hand zu machen. So, was geklappt hat, ist zum Beispiel an der Stelle Sovereign Tech Fonds, Adriana Grohn, Fiona Krakenbürger, haben jetzt es geschafft, ihre Organisation unter der Sprint aufzustellen. Wir wollen auch mal das Positive feststellen. Sie haben einen großen Bedarf festgestellt und werden expandieren. Die machen also Sicherheit für Open-Source-Projekte. Das ist also ein sehr positives Beispiel. Weiteres, hoffentlich bald positives Beispiel, ist frisch gegründet. Es gibt Stellenanzeigen für Bochum. Endlich mit konkurrenzfähigen Gehältern von über 100.000 Euro für die Leitungsebene. Die werden Open Code und Open Desk übernehmen. Das heißt, es geht, wenn man die Strukturen richtig aufbaut. Rückschläge immer so aus der Regierungsecke. Ich kannte das bisher nur von der CSU und von der Union, aber Wolfgang Schmidt, Bundesminister für besondere Aufgaben, Chef des Bundeskanzleramts, hat vor einem Monat, deswegen war ich zu spät, zum letzten netzpolitischen Abend, einfach gesagt, Open Desk ist die geladene Pistole, die wir bei den Verhandlungen mit Microsoft auf den Tisch legen. Das heißt, das Commitment zu Open Source ist eigentlich nur, wir hätten es gerne, aber wir wollen da vielleicht 15% bei Microsoft rausholen. In diesem Moment wird Microsoft die Preise um 15% erhöhen, die sie dann gerne um 15% nachlassen werden. Also Rückschläge sind auch an der Stelle zu erwarten. Es gibt eine ganze Reihe von souveränen Clouds jetzt. Also ich hatte schon mehrfach diesen Souveränitätsbegriff als zu verwaschen gebrandmarkt. Es gibt den Sovereign Cloud Stack, der tatsächlich komplett Open Source ist. Es gibt Gaia X, was mehr oder weniger von den großen Softwareherstellern unterwandert worden ist, die die Prozesse einfach lahmgelegt haben. Der Heise-Artikel darüber sagt eigentlich alles. Es gibt eine souveräne Cloud für den öffentlichen Dienst und Microsoft Avato SAP. Es gibt auf der anderen Seite natürlich dasselbe in Google mit der Telekom. Und dann gibt es von Amazon die AWS European Sovereign Cloud, die da auch Milliarden investieren. Auf diesen Treffen stellt man dann auch fest, eigentlich hat Microsoft überhaupt kein Interesse mehr an der Zusammenarbeit mit SAP und Avato. Die wollen also nur mit Amazon zusammen den europäischen Markt komplett abgrasen. Hier ist eine große Lücke, weil, falls ihr euch erinnert, der Microsoft Master Key ist geklaut worden. Und darüber gibt es genau null Kommunikation. Da gibt es kein Statement vom BSI zu, also null. Es gibt kein Statement von irgendwie dem Innenministerium, keine Warnung. Das Schweigen ist eigentlich so laut, dass man es schon überall hört. Also in der Security-Community ist das Thema, aber Politik ignoriert das im Moment komplett. Im Gegensatz zu dem, DVS, also die deutsche Verwaltungsstrategie, gibt es jetzt sogar in der Version 2.5.5. Die hat festgelegt, und an dem Satz bin ich ein kleines bisschen beteiligt, dass die Kryptomodule und Schlüssel in der Hand der öffentlichen Verwaltung sein müssen. Das heißt, ich muss auch in so einer Cloud, wenn sie von Microsoft kommt, die Krypto-Algorithmen selber bestimmen können, weil wir haben da schon Hintertüren drin entdeckt, die in die Algorithmen gepflanzt wurden. Das gilt immer noch. Ich bin mal gespannt, wie lange das überlebt. Das ist eigentlich so, dass man es fast nicht mehr ändern kann, weil man müsste das mit 16 Bundesländern und dem Bund ändern. Positiv auch, hier fehlen tatsächlich Corinna und Elisa, die da auch in dem Konsulat, die auf dem Bild, Corinna Vetter, Elisa Lindinger, die auch in diesem Bild sind. Es gibt inzwischen die ersten Konsultationsprozesse. Die werden auch mit Geld ausgestattet, 2 Millionen Euro für die EID und EIDAS. Es gibt Anhörungen im Bundestag zum OZG. OZG ist auf Open Code. Es gibt wird eine Anhörung hoffentlich geben es gibt einen Haushaltsposten für die Registermodernisierung.
Und es gibt da die entsprechenden Blogs zum Thema digitale Verwaltung in unsicheren Zeiten gestalten. Da, ihr hattet schon darauf hingewiesen, am 7. wird noch kommen, wird es auch hier eine Veranstaltung in Berlin zu geben. Das BSI hat sich geöffnet und zwar ziemlich weit. Wir haben da an einem Workstream teilgenommen, der also für Bug Bounties gedacht war, wo wir dann allgemein Open Source Security auch diskutiert haben. Das Ganze geht hinauf bis zur Führungsebene, also der stellvertretende Chef des BSI Schapphüser war dabei. Es gibt neue Workstreams auch zum Thema digitale Gewalt. Das ist diese andere digitale Gewalt mit den AirTags und diesen ganzen Dingern, die dann auch sehr schnell in physische Gewalt umschlagen. Das ist also alles eigentlich ein positives Zeichen. Zivilgesellschaft, wer ist das eigentlich? Wieso bin ich eigentlich Zivilgesellschaft, wenn ich doch irgendwie da rumturne? Das müssen wir alle einfach mal definieren. Wer ist im Lobbyregister ohne Eigeninteressen? Muss öffentlich wirksam sein, das dürfen auch relevante Einzelpersonen sein. Was eher nicht dazu gehört, ist parteinahe Organisationen, Stiftungen, Vereine, irgendwelche spontanen Gründungen und diese kommerziellen Thinktanks, die Zivilgesellschaft sein als Geschäftsmodell entdeckt haben. Die Maßnahmen, wir wollen auf die Bühnen, das haben einige schon geschafft. Superlab ist da sehr aktiv. Wir wollen auch mitgenommen werden von den Ministerien. Also nicht immer nur, dass wir uns da reindrängen müssen und dann irgendwie so am Katzentisch dabei sitzen. Wir wollen echte Konsultationen, Probleme lösen, Stellung nehmen, Gesprächsangebote. Wir brauchen dafür so ein bisschen Aufwandsentschädigung. Das muss halt gesichert sein. Sonst schließen wir halt Leute aus, die aufgrund ihres Einkommens da nicht teilnehmen können. Letzte Folie, Zusammenfassung. Diese ganze linke Spalte ohne Kompetenzstrategie, wo Security kleingeredet wird, das ganze Klein und dieser Feinstaub-Wunderwaffen-Ansatz führt zu einer politischen Delegitimation. Das ist wirklich massiv. Man hat einfach keine Lust mehr, sich mit Verwaltung zu beschäftigen. Auf der anderen Seite, wenn wir das mit den Konsultationen hinkriegen und wenn wir tatsächlich mal eine vernünftige Beteiligung schaffen der Zivilgesellschaft, dann haben wir an der Stelle wieder Hoffnung. Aber es wartet dann auch viel Arbeit. Also wenn ihr mitmachen wollt, gerne. Und das wäre es dann gewesen. Vielen Dank, dass ich so überziehen durfte. Ja, vielen Dank. Was für ein Rundumschlag. Ich würde sagen, für eine Frage haben wir Zeit. Ansonsten sprecht ihn einfach hier danach am Tresen an oder so. Ich glaube, da ist so viel drin. Kann man auch ein, zwei Semester mitfüllen, wenn man möchte. Ich habe noch viel mehr. Ich könnte den. Alles klar. Gut. Dann, vielen Dank.